Und weiter geht's mit Garnet und Steiner. Große Zitadelle, Südentor. Bleh. Hinter diesem Südentor liegt unser Königreich Alexandria. Was bist du denn für einer? Was willst du an einem Ort wie diesem? Mir kam zu Ohren, dass noch Arbeiter für die Wiederaufbauarbeiten des Südentors gebraucht werden. Für Unterkunft und Verpflegung werde gesorgt, hörte ich, und so habe ich gleich meine 7 Sachen gepackt. Ei, wenn das so ist, dann sag das doch gleich. Nach dem Unfall laufen die Reparaturen nun schon seit längerem, aber sie werden einfach nicht fertig. Aber wir müssen vorher dein Gepäck durchsuchen, ist nichts Persönliches, gehört nur zu den Vorschriften. Aus Sicherheitsgründen musst du aber 5 oder 6 Schritte zurückgehen. Gehört auch zu den Vorschriften. Das reicht schon. Nichts für ungut. Gehört auch zu den Vorschriften. Wir können uns ja derweil ein wenig unterhalten. Jetzt sind mir die Hände gebunden. Wir mussten unsere Kontrollen verstärken, weil nach einem jüngeren Mädchen und einem Mann mittlerem Alter gefahndet wird. Mann, was ist denn das für ein Mörderknoten? Und angeblich soll das junge Mädchen der Prinzessin von Alexandria verdammt ähnlich sein. Endlich habe ich den Knoten aufgekriegt. Aber es ist doch die Tochter von Königin Bran, oder? Ich kann gar nicht glauben, dass die hübsch sein soll. Hä? Was ist denn das? Okay, was zum Ratzinger? Bei meinen langen Beinen, was ist denn dieser ekelhafte Gestank? Doch nicht etwa Gift, was hast du damit vor, du Wahnsinniger, sprich. Gestank? Bedauere, etwas Stinkendes ist nicht in meinem Besitz. Ach, das sind doch diese Dinger, die du nicht magst. Eine Spezialität Lindblums, die berüchtigten Schweißgurken. Aber gleich einen ganzen Sack voll ist schon heftig. Es ist meine Lieblingsspeise, ohne sie bin ich morgens beim Frühstück völlig aufgeschmissen. Schon gut, du darfst passieren und vergiss ja deinen Sack Schweißgurken nicht. Ich bin euch zur äußersten da. Ja? Schönen Dank. Ach ja, jetzt kommt Garnet und Steiner. Das wird lustig, nicht? Endlich sind wir im Inneren des Tores, genau wie die Prinzessin es geplant hatte. Respekt, Prinzessin. So, jetzt nur noch einen Ort finden, wo keiner herumlungert. Der abgelegene Durchgang dort ist doch da ideal, aber das junge Fräulein und der Mann sind im Weg. Ja, dann werden wir die mal weglocken. Was mache ich bloß jetzt, wo sein Geschäft bankrott ist? Ich habe das ja gar nicht mitgekriegt, weil ich auf der anderen Seite des Berges war. Ich munter sie auf. Es hilft nichts, Sachen nachzutrauern, die schon geschehen sind und nicht mehr rückgängig machen sind, bla. Was ich sagen möchte ist, dass wenn ihr schon einmal hier seid, dann solltet ihr auch nicht nur zuschauen, sondern auch zur Tat schreiten. Stimmt, ja, ihr habt ganz recht. Ich weiß gar nicht, warum ich so niedergeschlagen war. Vielen Dank. Ja, jetzt nur noch diesen Mann. 12 Hämmer, 23 Meißel und dann noch. Ah, ihr sucht wohl Arbeit. So ist es. Na dann, herzlich willkommen. Ich bin auch erst vor 5 Monaten hergekommen. Hier am Bordentor bin ich der aussichtshabende Mechaniker, aber außer mir gibt es eh nur noch einen Mechaniker. Mein Vertrag geht ja auch nur ein halbes Jahr. Nächsten Monat bin ich wieder im Schloss. Dann werde ich an einem Prototyp eines Luftschiffs mitarbeiten, das ohne Nebelantrieb fliegt. Die Welt außerhalb unseres Kontinents ist ja noch weitgehend unerforscht, und eine Erforschung mit normalen Schiffen zu Wasser wäre zu riskant. Der Großherzog ist wahrscheinlich ein Genie. Er hat als erster erkannt, dass die Zukunft in den Luftschiffen liegt. Huch, aber verzeiht, jetzt habe ich euch mit meinem langweiligen Geschwätz aufgehalten. So, aus dem Weg. So. Dieses kleine Tor hier ist eine einzige Fehlkonstruktion. Wozu gibt es diesen Weg überhaupt? Wer will schon runter bis zum Nebel, um vom Monster gefressen zu werden? Wozu soll man es also reparieren? Aber so denken alle, und deswegen wird das Tor hier nur von außen sauber gehalten. Außen hui, innen pfui. Moser, Moser.
Dann war es also dein Verdienst, dass wir nicht durch dieses Tor konnten, Kerl. Ich check das da nicht. Zerserbe nur dann auch mal Gnade vor Recht. Schon allein zum Schutze der Prinzessin ist die Pflicht eines wahren Ritters Ruhe zu bewahren. Ich möchte schnell mehr, aber... Nun, es gibt hier etwas, was ihr wissen solltet. Wie bitte, das Tor zum Nebel ist immer noch defekt? Der glaubt wohl, er könnte mich so für dumm verkaufen, weil ich noch so jung bin. Bitte entschuldigt mich. Jetzt ist die Luft rein. La, 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 la. Hey du, stehen geblieben. Oh, oh, das da ist nicht gut. Doch. Komm mal hier rüber, gehört zu den Vorschriften. Halt! Mach ja keine Bewegung, bis ich dir ein Zeichen gebe. Puh. Hör zu, um zum Gipfel jenseits des Südentors zu gelangen, benötigst du einen Passierschein. Ich lasse ihn genau hier liegen, und wenn ich verschwunden bin, kannst du ihn dir holen. Es ist deine Schuld, verstanden? Nicht meine. Du schleppst schließlich dieses stinkende Zeugs mit dir rum. Ja, wir haben jetzt den Passierschein aufgehoben und jetzt dürfen wir Garnet beim Umziehen bespannen. So, Steiner, beeil dich. Absolut lächerlich. Du meinst also, damit wird alles gut und die Welt dreht sich in Frieden weiter? Das Codewort. Steiner, kann ich rauskommen? Jawohl. Gut, dann geh bitte irgendwo hin, wo du mich nicht beglotzen kannst. Aber das tun wir ja. Rasche, rasche. Rasche, rasche. Puh, endlich wieder frische Luft. Aber dieser Gestank hätte mich beinahe umgebracht. Er hält noch Wache, dann ziehe ich mich geschwind um. Nein, verdammt. Ich wollte doch. Warum? Ah, ich wollte sie aber bespannen. Steiner, ich bin soweit. Seid ihr wohl auf, Prinzessin? Steiner, ich meine selbstverständlich Fräulein Conn. Bis wir das Südentor hier passiert haben und Treno erreichen, müsst ihr mich so rufen. Und salutieren ist ab jetzt auch verboten. Wie viel haben wir? Sehr wohl. Ich werde darauf achten, bis wir in Treno angelangt sind und einen Weg gefunden haben, ins Schloss zurückzukehren. Dann lasst uns aufbrechen. Yay. Oh. Damit kommen wir zum Berggipfel, nicht wahr? Hinter diesem Berg liegt Alexandria, nicht wahr? Ja. Ich habe es auch ohne Pain bis hierhin geschafft. Am besten, ihr vergesst diesen nichtsnutzigen Kerl gleich wieder. Pain ist cool. Schnauze. So. Ja. Zauberkürers. Und wir haben natürlich... Oh. Na, 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 na. Seid gegrüßt, Schnauze. Ja. Wir sind noch Level 6 und Level 8. Das ist natürlich nicht sehr schön. Da gibt's einen Mokri. Den reden wir gleich an. Potion erhalten. Mognet, eine Bitte, gerne. Ich hätte so gern einen Brief speichern. Da wir mehr mit Pains Gruppe unterwegs sein werden, anstatt mit Steiner und Lilly, beziehungsweise Steiner und Conn, gibt es da leider das Problem, dass die beiden etwas untertrainiert sind, aber sobald wir in Treno sind, können wir das ausbügeln, weil da gibt es so komische Wurmdinger in dieser Gargantula-Bahn. Ach komm, wir gehen mal kaufen. Die extrem viel, die extrem viele XP geben. Nein, ich will 5. Danke. La 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 la. Na na na. Nein. Dann sofort los. Na na na. Ich hab vergessen, wann ich aufgenommen habe.
Ja. Heute ist wenig los. Bitte setzt euch, wo es euch beliebt. Lasst uns hier hinsitzen. Ja. Wir werden in Kürze abfahren. Noch ein wenig Geduld, bitte. Mein Hals nervt. Halt! Noch nicht abfahren! Puh, gerade... Ne, das war knapp. Oh, vielen Dank nochmal. Ich habe zu danken. Hä? Alle festhalten, der Zug fährt ab. Ja. Puh, irgendwie fühle ich mich erleichtert. Das ist nur verständlich. Es war in der Tat keine einfache Reise von Lindblom bis hierher. Aber euer gekonnter Umgang mit der Weißmagie, euer ausgeprägter Orientierungssinn, der uns bis hierher führte, und eure grandiose Strategie mit den Schweißgurken, die Handlungsweise der Prinzessin ist geradezu ehrfurchtgebietend und famos. Steiner, ihr sollt mich doch nicht so nennen. Oh, bitte verzeiht vielmals. Ja. Schon gut, bei mir hat es auch etwas länger gedauert, nachdem mich Payne auf meine Sprechweise hingewiesen hat. Und der Kerl war die Frechheit in Person, selbstsüchtig und trotzköpfig. Nun ja, zugegebenermaßen war er ein Mann der Tat. Aber dieses undistanziertes Verhalten gegenüber der Prinzessin, gegenüber Fräulein Conn ist unverzeihlich. Seine Abwesenheit kann uns nur von Vorteil sein. Ja, wir werden hier einen Schnitt machen.